wir warten noch auf den Moritz und auf die Viola, die sich auch gleich einschalten werden. Und dann können wir schon loslegen. Ah, hallo Viola, hallo Hallo. Moritz. Hallo Ja, zusammen. Moritz. Ja, Starten wir. herzlich willkommen zur Tech Series, zu unserer zweiten Ausgabe von unserer neuen Reihe. Die Tech Series, für die, die es noch nicht wissen, ist unsere neue EduTalk-Reihe, in der wir immer Tools oder Technik für ihren digitalen Unterricht vorstellen und wo Sie auch jederzeit dann Fragen stellen können, falls Sie ja Anmerkungen oder irgendwelche Fragen zu dem Gezeigten haben. Noch ganz kurz für Sie der Ausblick auf die nächsten Sessions, die wir anbieten. Am Donnerstag ist Jan Hamsch bei uns zu Gast. Er wird über die digitale Transformation in der Ausbildung und Weiterbildung von Lehrkräften referieren. Und nächste Woche Dienstag ist dann wieder Tech Series, Dienstag immer Tech Series. Und diesmal präsentieren wir Numbers und im Speziellen die Funktionen der Portfolios und Projektmappen. Gut. Dann noch ganz kurz für Sie, falls Sie eben Fragen haben oder irgendwelche Anmerkungen, dann bitte diesen Handmelde-Button hier drücken und wir nehmen Sie dann live in die Sendung rein. Die Sendung wird wie immer aufgezeichnet. Sie finden die im Nachgang auf YouTube und die Folien, die Viola heute mitgebracht hat, sind auf unserer Homepage edu-talk.de dann ab heute Abend abrufbar. Dann, Martin, übergebe ich an dich. Danke, Moritz. Ja, Viola, schön, dass du bei uns bist. Du bist ja schon das zweite Mal bei uns zu Gast heute in der Tech-Series und du hast ganz viele Ideen und Anregungen und vor allem technisches Know-how zum Thema Lernvideos, Erklärvideos erstellen mitgebracht am iPad. Und mir ist da eigentlich so als erste Frage eingefallen, Videos gibt es doch so viele im Netz zu eigentlich allen Themen. Warum sollte man die eigentlich selber erstellen? Mein Mikrofon war nicht an. ist überraschend, man gewöhnt sich nicht an die Technik irgendwie in dem Sinn. Ja, die Frage war, warum soll man eigentlich sowas selber erstellen? Das ist eigentlich ein ganz eigenartiger Faktor. Also für die meisten Menschen nach Fortbildungen ist immer das Schwierigste, was es gibt, das Video erstellen. Und das war definitiv so vor vielen Jahren. Mittlerweile ist es unglaublich einfach, weil mit diesen mobilen Geräten, also Handys und iPads und Tablets, ist die Bediener- und die Nutzerfreundlichkeit unglaublich hoch. Das heißt, viele gehen eigentlich gar nicht in den Bereich, wo es so viel Potenzial hat, unterrichtlich, weil sie immer die Hürde nur sehen, ach, das ist so technisch, so schwierig, ich kann das nicht. Und dort drin sehe ich eigentlich das meiste Potenzial, wenn man einfach mal in die Richtung geht, dass man einfach mal die eigenen Ängste abbaut. Und das ist einfach ein Bereich, in dem sie wahnsinnig viel Freude als Lehrer erleben werden. Also das ist ein etwas eigenartiger Faktor. Und dann glaube ich, dass sie sowohl im Präsenz- als auch im virtuellen Unterricht unglaublich viel Potenzial in eigen erstellten Videos haben. Das heißt also zum einen, denke ich, die Begeisterung, die sie da einfach haben, die nehmen sie dann mit in den Unterricht, weil sie selber was erstellt haben. Und auf der anderen Seite, das, was gerade jetzt mit Corona fehlt, ist einfach diese persönliche Ebene. Und ich glaube, dass es nichts Persönlicheres gibt, wie dass ich mich für einen Schüler hinsetze und wirklich versuche, ihm Inhalte zu erklären. Ja, das finde ich ganz einen guten Aspekt, vor allem diese persönliche Ebene auf den Videos. Jetzt sagen vielleicht viele, und wir sind ja hier in der Tech-Series auch ein bisschen an die Einsteiger oder an Leute gewandt, die sagen, ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Ist das jetzt technisch schwierig? Wie funktioniert denn das, Viola? Wenn ich sage, ich möchte Lernvideo erstellen, ich habe ein iPad, was muss ich tun? Also ich hoffe, dass man heute sieht, dass das Erstellen wirklich überhaupt kein Problem ist. Ein kleiner Knackpunkt liegt eher in der Bereitstellung von einem Video. Und Moritz, wenn du mal die Folie vielleicht präsentierst. Mit einem mobilen Endgerät haben wir im Prinzip zwei Möglichkeiten. Also das, was wir heute zeigen, ist zum einen das mit der Kamera einfach aufzunehmen. Das heißt, das, was Sie tun, filmen Sie. Oder Sie verwenden die Bildschirmaufnahme. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt. Sie haben hochauflösende Geräte, die halt einfach für den Alltag macht, sondern dass Sie beste Filmaufnahmen haben. Die Kunst ist jetzt, dass man die Dateigröße reduziert. Das heißt, wenn Sie das in irgendeiner Form zur Verfügung stellen, den Kindern, über Lernplattformen, dann müssen die Dateien komprimiert werden, weil sonst funktioniert das nicht. Und das war das Ziel, dass wir das halt mal als erstes anschauen, dass man wirklich mal sagt, okay, ist das so schwierig? Dazu gibt es zwei Tools. Das ist entweder iMovie oder dieser Medienconverter. Und dann wollen wir im zweiten Schritt vielleicht nur anschauen, wie schaut das jetzt eigentlich aus, wie kann man das dann die Kinder wirklich zur Verfügung stellen, auch wenn wir mal keine Lernplattform haben.
Und das Schwierige, also das hoffe ich, dass Sie halt mitnehmen, ist wirklich nicht das eigentlich, das zu erstellen, sondern der Teil, wie man das zur Verfügung stellt. Und ich hoffe, dass nach Corona wirklich jede Schule vielleicht ein eigenes Lernmanagementsystem irgendwann mal aufbaut. Denn dann funktioniert das wirklich perfekt. Wäre ja schön. Genau. Ja, ja, dann legt doch mal los, oder? Okay. Dann darf ich mal bitten, dass ich meinen Bildschirm freigeschalten kriege. Ja, kommt sofort. Okay. Einen Moment. So, ich bin schon ganz nervös, deswegen. Klappt schon alles. Okay, klappt es? Perfekt, perfekt, ja. Wunderbar. Okay. Also, wir starten jetzt mit dem ersten Schritt. Das heißt, dass Sie die Dateigröße von Ihrem Video reduzieren. Das ist unglaublich wichtig, weil wenn Sie einen Präsenzunterricht ziehen müssen, einfach Sie nicht so hundertprozentige Leitungen jemals haben können, dass irgendwelche Kinder oder alle Kinder gleichzeitig diese Videos streamen können in dem großen Datenvolumen. Also wir starten jetzt an dem... Darf ich da kurz anmachen? Wir zäumen quasi das Pferd von hinten auf. Habe ich das richtig verstanden sozusagen? Ja. Wir gehen jetzt von hinten vor und sagen, was muss ich am Ende mit dem Video, das wir uns nachher anschauen, wie ich es aufnehme, machen kann. Ist das so, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Okay. Also wir starten jetzt an dem Punkt. Ich habe einmal was vorbereitet. Ich habe jetzt einfach meine Kamera genommen und habe ein kurzes Video aufgenommen. Also ich filme mich selber wie ein Schreckbild zeichnen. Und wir starten jetzt genau an dem Punkt, dass wir die Dateigröße reduzieren, damit wir sie dann den Kindern zur Verfügung stellen können. Okay, also wie funktioniert das jetzt? Das funktioniert am einfachsten in der Filmschnitt-App von Apple, das ist iMovie. Man findet das Ganze immer mit der Schnellsuche und so beginnen wir jetzt. Warum verwenden wir jetzt iMovie? Es gibt da andere Tools. Aber iMovie ist in dem Sinn am mächtigsten, weil sie einfach viel mehr Möglichkeiten nur haben, auch Dinge zu korrigieren. So, also man startet immer gleich. Wichtig ist hier, Sie müssen das iPad immer im Querformat halten. An dieser Stelle, alles, was jetzt hier gezeigt wird, das haben Sie ja sowohl als Aufnahme und Sie kriegen am Ende ja nur so Video-Tutorials, weil es ist immer viel am Anfang. Am leichtesten wäre, wenn Sie einfach nur zuschauen und das dann später ausprobieren. Wir beginnen immer mit Plus. Das heißt, wir starten ein neues Projekt und wir machen das Schwierigste, das heißt einen Filmschnitt. So. Jetzt ist so, Sie könnten gleich das Ganze auswählen. Ich möchte jetzt einer trotzdem vom Beginn aus zwang, deswegen gehe ich jetzt hier auf die Option Film erstellen. Dass man jetzt einmal wie ein Grundverständnis mal versteht, gehen wir mal die einzelnen Fenster durch. Was denn, sehen Sie, seht ihr meine Maus? Ja, genau. Ja. Also was kann man jetzt halt alles Videos schneiden? Man kann jetzt verschiedene Elemente kombinieren. Unter Medien findet man Videos und Fotos. Also Sie können aus Bildern und Videos in Kombination mit Audios ein Gesamtkonstrukt machen. Wenn ich jetzt halt hier mein Video auswählen will von vorher, wähle ich Video aus. Und das Video füge ich hinzu, indem ich dann auf Plus gehe. So, und jetzt haben wir eigentlich in der Grundfunktion von dem Programm schon drinnen. Das, was Sie hier sehen in der Mitte, das ist immer das Vorschaufenster. Das heißt, über den Play-Button kann ich mir an dieser Stelle immer anzeigen lassen, wie sieht das Video aus. Das ist wichtig, weil manchmal schaut es oben ein bisschen anders aus wie unten. Das untere, die untere Leiste, das ist die sogenannte Bearbeitungsleiste. Sie haben ein Touchgerät, das heißt, wenn Sie an dieser Stelle das berühren, dann verändert sie das Ganze, das kriegt so einen gelben Rahmen. Und Sie könnten hier ein ganz einfaches Video schneiden. Das heißt, wenn am Anfang irgendwas verruckelt ist oder Sie haben ein bisschen länger braucht, bei mir dauert es immer, bis ich mein Lineal finde, können Sie das auf diese Seite erschneiden. So, was wollten wir jetzt machen? Wir haben das Video importiert. Wir sind fertig. Wir wollen gar nichts weiter damit machen. Wir wollen nur die Dateigröße reduzieren. Deswegen haben wir oben diesen Button fertig, oben links. So, jetzt fragt er, was willst du tun? Unten das Viereck steht immer dafür, dass man aus einer App in die andere App was schiebt. Also wir wollen es exportieren. Was wollen wir damit tun? Wir wollen es als Video sichern. Und hier an der Stelle liefert er Ihnen eben die Möglichkeit,
das in unterschiedlichen Dateigrößen runter zu komprimieren. Das heißt, im kleinsten Fall gehen wir dann von mir aus auf klein. Er exportiert an der Stelle. Die Datengröße ist reduziert. Okay, wo findet man es jetzt? Wir finden das Video unter Fotos. Hier unter Fotos finden wir jetzt als letztes mit den 034. Dort ist das komprimierte Video. Das heißt, das Video ist mit der Dateigröße jetzt kleiner. Und das war eigentlich mehr alles. Also das war jetzt mal der erste Schritt. Das ist ja schon mal super, weil wenn ich das Ding noch sagen darf, für die, die es natürlich noch nicht vielleicht so wissen, technisch, je kleiner ihr Video ist, die Qualität und Inhalte hängen nicht unbedingt voneinander ab. Also die Qualität des Videos nimmt ein bisschen ab, aber die Schüler können es zum Beispiel auf Smartphones, auch wenn sie über mobiles Netz surfen, wesentlich leichter abrufen. Und sie können auch, wenn sie eine Lernplattform wie Mevis oder Moodle verwenden, die ja Upload-Beschränkungen haben, können sie dann ihre Filme eben auch ohne Probleme hochladen. Viola, du darfst wieder. Okay. Was jetzt an dieser Stelle ein bisschen verborgen habe, ist natürlich die Frage, wie nimmt man so ein Video einfach auf? Weil wenn ich schreibe, dann kann ich nicht gleichzeitig das Ganze halten. Und da habe ich jetzt mal ein paar Bilder mitgenommen. Also der Weg zum Tablet-Ständer ist ja ziemlich langer gewesen. Da haben wir viele Dinge schon gekauft. Begonnen haben wir eigentlich mit so perfekten Lösungen. Und da war halt die Frage natürlich, wenn ich jetzt mit Schülern anfange zu arbeiten, so ein Tablet-Ständer ist sehr teuer, der kostet um die 180 Euro. Dann war das eigentlich nicht möglich. Also nicht jeder kauft sich für 180 Euro also einen Tablet-Ständer und mit einer Klasse funktioniert es auch nicht gescheit. Das ist eben meiner zu Hause. Und dann sind verschiedene Wege gekommen. Also ich habe erstmal so einfache Stative gebaut. Im Unterrichtsalltag hat man gemerkt, die Schüler sind so grobmotorisch mit dem Ganzen. Wenn sie irgendeine Tablet-Halterung für 15, 20 Euro kaufen, die ist nach einem Tag schon kaputt. Also unsere besten Schüler haben es nicht einmal zusammenbauen können. Dann habe ich so Ideen gehabt, wie schaut es aus mit so Kästen? Da gibt es verschiedene Varianten von Ikea mit Löchern gebohrt. Da habe ich versucht, ein Brandloch reinzubringen, natürlich an der falschen Stelle. Und dann habe ich mir überlegt, um was geht es denn eigentlich? Es geht eigentlich darum, dass Sie ein Raster brauchen in irgendeiner Form. Und das, was Sie hier sehen, ist von Ikea nichts anderes wie dieses, wo man heiße Platten draufstellt. Also, und das einfach zwischen zwei Stühle gestellt. Und dann sitzt sie mir am Boden und dann funktioniert das genauso. Also der Nachteil an diesen Kästen, wenn man die baut, ist halt einfach, also wie hier das Bild ist, dass sie wahnsinnig viel Schatten da drinnen haben. Und was mich auch gestört hat, ist immer, sie haben nochmal einen riesen Koloss, wo sie zu Hause in ihrem Wohnzimmer oder wo auch immer haben. Und dann war die Frage, man braucht einfach irgendwas, was man schnell zur Seite stellt. Also mein Vorschlag ist einfach, nehmen sie irgendein Lochraster, so Pflanzengitter, links ist irgendwo drüber und dann haben sie eigentlich die perfekte Halterung. Mit dem Zoom funktioniert das und das ist ein kleines Ding, was einfach auf der Seite wieder hingestellt wird. Also auf die Art und Weise können sie sowohl mit dem Handy als auch mit dem iPad einfach Filme machen. Filme, wo sie mit der Hand schreiben. Das ist quasi Variante 1. Jola, das solltest du dir zum Patent anmelden lassen mit dem Topfgitter. Solltest du schnell noch machen, bevor es noch anderes macht. Sehr schön. Kommt der Spott. Nein. Das ist jetzt Variante 1. Das heißt natürlich, ich drucke mein Blatt wieder aus und dann fülle es wieder aus unter einer Kamera. Das entspricht quasi so einer Dokumentenkamera. Und das iPad hat eigentlich eine ähnlich coole Funktion. Und das darf ich dir gerne schnell zeigen. Wenn man auf der rechten Seite von oben nach unten wischt, dann sind wir im sogenannten Kontrollzentrum. Und in diesem Kontrollzentrum gibt es hier so einen Aufnahmebutton. Diesen Aufnahmebutton kann ich, weil ich gerade präsentiere, nicht weiter aktivieren. Aber wenn man länger auf dem drauf bleibt, bietet er die Möglichkeit, eine Bildschirmaufnahme zu zeichnen. Und zwar entweder mit Ton oder ohne Ton. Und das ist eigentlich das, was am meisten Potenzial für den Ganzen hat. Denn jetzt können Sie eigentlich Ihren Bildschirm aufzeichnen. Das heißt, Sie können alles, was Sie am Bildschirm tun, jede App, die Sie aufmachen, aufzeichnen. Bevor jetzt die Aufzeichnung zeigt, muss ich Ihnen natürlich nur verraten, wo dieser Button eigentlich genau genommen zu finden ist, weil er in der Voreinstellung quasi nicht da ist. Gut, wo findet man sowas? Sowas ist immer eine Sache von Einstellungen im Hintergrund. Das ist so, die Stärke an iOS-Geräten ist, dass eigentlich alles zentral immer an eine Stelle gehortet ist. Also hier unter den Einstellungen, wo man sieht, dass ich ein Update gemacht habe, finden Sie quasi alles, was dem Gerät entspricht.
Und zwar ist das, was Sie gesehen haben, dieses von oben nach unten Wischen, das nennt man das sogenannte Kontrollzentrum. Und das Kontrollzentrum findet man ganz einfach direkt unter Allgemein. Das müssen Sie ja nur einmal aktivieren, nicht, dass Sie danach sagen, das ist doch komplizierter, wie ich gesagt habe. So, unter Kontrollzentrum passen Sie quasi diese Wischleiste individuell an Ihre Bedürfnisse an. Also es gibt Dinge, die Sie vielleicht brauchen und andere Dinge, die Sie nicht brauchen. Und das heißt, Sie wählen die Steuerelemente aus. Und jetzt ist es ein bisschen verwirrend. Alles, was hier rot gekennzeichnet ist, das ist Teil vom Kontrollzentrum. Also wenn das jetzt quasi nicht drinnen ist, dann finden wir es unten und kann man es über grün wieder dazufügen. Und das können Sie dann testen. Wenn Sie dann von oben nach unten wischen, dann finden Sie das hier. Und dann können Sie alles aufzeichnen, was Sie tun. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Also im Prinzip könnten Sie das mit Notizen genauso machen. Was ein bisschen eine weitere Funktion ist oder ein bisschen mehr hat, das ist Notability oder GoodNotes. Also das ist jetzt nur nebenbei, also dass Sie sich nicht da irritieren lassen. Das ist halt eine Möglichkeit, wo man sehr schön einfach schreiben kann auf dem Tablet. Also Sie haben hier verschiedene Stift-Tools, das ist jetzt nur nebenbei. Es geht in der App Notizen genauso oder in Pages. Aber die Stärke ist jetzt eigentlich, dass Sie, wenn ich mal in ein Unterrichtsbeispiel reingehen, dass Sie sich vorher schon ein bisschen was herrichten können. Also Teil meiner Erklärung ist ja nicht, dass ich das Dreieck da zeichne. Das glaubt dann jeder Schüler, dass ich das schon kann. Aber ich möchte jetzt hier dem Schüler vielleicht schnell erklären, der kann den Pythagoras nicht rechnen, weil er wieder nicht weiß, wann man Minus und wann man Plus rechnet. Dann richte ich mir die Zeichnung so her oder mache schnell ein Foto von meinem Arbeitsblatt an der Stelle. Und das, was ich will, ist ja eigentlich nur aufzeichnen, was ich spreche und das, was ich schreibe. Und dann schaut es eben so aus, man wischt nach unten. Da jetzt quasi Spiegel, kann er das nicht richtig herzeigen. Sie sehen es dann in dem Video, was ich Ihnen zur Verfügung stelle. Man klickt dann auf das Ganze drauf. Er zählt ganz nett von 3, 2, 1 rückwärts. Und dann ist so, dass alles, was Sie jetzt hier machen, ich schreibe jetzt einfach mal Hallo, wird Teil der Aufnahme. Und auf diese Art und Weise, wenn Sie das Ganze beenden, speichert der das ohne Probleme dann in Fotos ab. Also das ist alles. Das nennen Sie Bildschirmaufnahme. Jola, darf ich kurz fragen, wie beende ich denn die Aufnahme, wenn ich jetzt das alles schön erklärt habe? Ja, das muss ich nicht. Schauen, ob man das irgendwo findet. Also leider zeigt er das nicht. Oben rechts gibt es quasi hier so einen kleinen Knopf. Und zwar ist der, jetzt zeige ich diesmal, der ist rot da oben. Sie müssen sich jetzt bloß vorstellen, dass der nur ein bisschen weiter oben liegt. Und wenn ich dann einfach mit dem Finger das Ganze berühre, dann sagt er, okay, stoppen, ich habe es Ihnen gespeichert unter Fotos. Mehr steckt er nicht dahinter. Oder ich gehe wieder ins Kontrollzentrum, oder? Bitte? Ich könnte auch wieder ins Kontrollzentrum gehen. Könnte man, aber das ist oben, also er sorgt richtig, dass er das sperrt und dann oben mit dem Klick auf den roten Button ist das Ganze wieder gestoppt. Genau. Liebe Zuhörer und Zuschauer, da haben Sie dann gleich eine Aufgabe für später. Das können Sie dann gleich ausprobieren, dann werden Sie sehen, dass Sie das finden und dass das mit dem Video parallel ganz wunderbar zu erledigen ist. Jetzt haben wir diese Bildschirmaufnahme, wie man das macht und wie man das verwenden kann. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, du arbeitest da an deinem Matheinhalt Pythagoras und dir fällt in dem Moment, wo du es gesagt hast, noch eine viel bessere Formulierung ein. Was kann ich denn dann machen, wenn ich mich versprochen habe, aber der Rest vom Video eigentlich gut ist? Okay. So, also jetzt gehen wir wieder zu dem Schritt zurück. Wo findet man jetzt das Ganze? Also wir haben jetzt halt hier Videos erstellt und unter Aufnahmen findet man da verschiedenste Arten, wie wir die Videos erstellt haben. Ist jetzt egal, ob wir es über Bildschirmaufnahme gemacht haben oder über die Kamera. Und was klassisch ist, wenn Sie so ein Video aufnehmen, Sie werden sich ständig versprechen. Weil wenn Sie was erklären, dann versprechen Sie sich an irgendeiner Stelle und er freut was nicht ein oder bei mir ist manchmal das Lineal nicht in der Nähe. Und dann neigt man am Anfang dazu, dass man quasi immer wieder von vorne anfängt. Das Problem ist, wenn Sie von vorne anfangen bei einem 1-Minuten-Video, dann versprechen Sie sich heute an einer anderen Stelle. Jetzt ist die Grundregel eine ganz einfache. Machen Sie einfach eine lange Pause, wo man wirklich nichts hört und wiederholen Sie dann an der Stelle einfach den Satz. Das heißt, machen Sie nicht 5 Videos, wo Sie wieder von vorne anfangen, sondern einfach einen Break. Und dann kann man eben in iMovie diese Pause rausschneiden. Und das zeige ich Ihnen, wie jetzt das Ganze geht. Gut, wir gehen wieder in iMovie und deswegen war das auch vorher, dass wir das einfach wie auch schon in iMovie machen.
Wir haben hier unser Projekt, also unser Video. Und jetzt gibt es eine Stärke eigentlich, wenn man das Ganze mit Ton aufgenommen hat, dass man die Tonspur dann hinzufügt. Beim Projizieren lasst das mir jetzt bloß nicht laut machen. Das ist jetzt schlecht zu sehen. Also Sie müssen sich vorstellen, hier unten in dieser Leiste, was er jetzt hier abschneidet, weil ich anders projiziere, zeigt er mit so Peaks an, wie das Ganze von der Lautstärke hier ist. Sie können dann an die Stelle gehen, wo wir gesagt haben, okay, da spreche ich nicht mehr. Also sehen Sie eindeutig eine Pause an der Stelle. So, was ist jetzt die Idee? An der Stelle, wo ich mich versprochen habe, da ist irgendwas, was ich tun soll an der Stelle. Das heißt, ich gehe an der Stelle hin und schneide das Ganze. Also immer die Schere teilen an der Stelle. Dann gibt es davor einen Bereich, wo ich mich versprochen habe. Den suche ich einfach raus, gehe wieder an die Stelle und gehe wieder auf Teilen. Das heißt, wir haben hier den Teil vom Film, das so ist, wie ich es mir vorstelle. Dann gibt es einen Abschnitt, den ich rauslöschen muss, weil ich mir versprochen habe. Und danach gehe ich wieder weiter mit dem, so wie ich es mir vorstelle. Und diesen Teil, wenn Sie aktivieren, also Sie drücken auf das Ganze drauf und gehen dann auf den Papiereimer, dann ist das Ganze gelöscht. Und das ist alles. Damit ist Ihr Video quasi verbessert. Also der Teil rausgeschnitten. Und was wir vorher schon gesehen haben, wenn man am Anfang irgendwas ist, was man nicht brauchen kann, einfach ziehen, das heißt Film schneiden. Wenn Sie fertig sind, gingen Sie am Ende auch fertig. Was auch geht, wenn Sie das machen wollen, wenn Sie einfach sagen, mir passt die Vertonung überhaupt nicht, Sie können auch diese Tonspur löschen an der Stelle. Das heißt, ich habe jetzt ein Video mit Ton, ich berühre es mir an der Stelle. Wenn ich auf Teilen, jetzt bin ich aufs Falsche gegangen. Das habe ich gesagt, ich bin am nervösesten, dass man aufs Falsche drückt und alle verwirrt. Das geht jetzt bei mir nicht, weil das die Lautstärke nicht ist. Man kann an der Stelle die Lautstärke quasi trennen und oben übers Mikrofon sagt er jetzt ein Test mal von der Lautstärke, wie das ausschaut und dann auf Aufnahme 3, 2, 1 und dann legt er eine neue Tonspur drüber, was dann auch kein Problem ist. Also Sie haben viele Möglichkeiten, Ihr Video an der Stelle einfach zu verbessern. Da gilt, glaube ich, vor allem eine Regel, ausprobieren. Man kann mit einem Testfilm ja nichts kaputt machen. Man findet ja auch immer, wenn du das kurz zeigst, eine Zurücktaste in diesem iMovie. Wenn du mal kurz drauf zeigen magst, Viola, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann findet man hier die Zurücktaste und kann also jeden Schritt auch rückgängig machen. Ja. Und was für Sie auch noch wichtig ist, Viola, du hast alle Videos und alle Erklärungen, die du jetzt hier demonstriert hast mit den Einschränkungen, vorproduziert und die lassen sich im Nachgang alle Stück für Stück auch anschauen, ne? Ja. Genau, also Sie können sich das im Nachgang alles in Ruhe Stück für Stück in Ihrem eigenen Tempo mit Pause wiederholen, anschauen und das nachvollziehen, wenn Sie das dementsprechend möchten. Genau, die Links dazu, glaube ich, sind dann in deiner Präsentation, die es auf unserer Homepage dann gibt. Ja. An der Stelle auch, wenn man am ersten Mal Videos macht, dann merkt man, man ist überhaupt nicht zufrieden. Die Stimme hört sich komisch an. In meinem Fall ist der Dialekt immer furchtbar, den man dann hört. Aber es ist wirklich so, dass das Feedback von den Kindern, die sind total begeistert, wenn man einfach wirklich was Persönliches produziert, auf das man selber, was heißt stolz, aber man ist schon stolz, wenn man einfach so eine technische Hürde genommen hat. Und sehen Sie wirklich den Wert in dem, dass Sie wirklich selber Sie hinsetzen und die Kinder das wirklich schätzen, dass Sie, auch wenn Sie technische Hürden vor sich sehen, einfach trotzdem Sie da durchbeißen. Also da, es gibt kein schlechtes Video in dem Sinn, sondern probieren Sie es einfach aus. Was hier nur ein netter Effekt ist, also generell heißt es immer, ein Video ohne Ton ist einfach kein gutes Video. Wenn Sie selber mal versuchen, so ein 2-Minuten-Video anzuschauen, ohne Ton, das ist echt langweilig. Also sprechen Sie eigentlich dazu, die Kinder zwingt man dazu. Aber was man hier als Notgriff auch machen kann, wir haben ja gesagt, wir können aus Videos und Fotos quasi einen Film machen. Aber Sie können unten auch über Audio noch was hinzufügen. Und das Schöne ist, früher gab es bei iMovie nur 5 verschiedene Musikarten. Als Lehrer war das furchtbar, weil man immer das Gleiche gehört hat. Und mittlerweile gibt es echt ganz tolle Hintergrundsounds, die Sie auch mit drauflegen können als dezentes Geräusch, dass das Video auf jeden Fall schon ein bisschen aufgepimpt ist. Und das macht schon was her. Ja, also man kann nur sagen, man kann damit wirklich unglaublich schnell, unglaublich gute Videos machen. Und ich glaube, was
du vielleicht auch bestätigen kannst, Viola, was so attraktiv ist, ist, dass man mit diesen beiden Werkzeugen, Bildschirmaufnahme und iMovie, wirklich auch, wenn man sagt, ich bin aber gar nicht so digital affin als Lehrer, sein normal, wenn man es sehr gut erklären kann, zum Beispiel auch an der Tafel, kann man mit so einer Anwendung wie Notability oder Ähnlichem wirklich dann auch einfach sehr schnell wirklich gute Erklärvideos machen. Und ich glaube, der besondere Touch ist einfach dieses Persönliche, was du auch so als großen Pluspunkt siehst, oder? Ja, und jetzt ist auch viel in dieser Corona-Zeit, also man spricht jetzt viel darüber, dass Kollegen quasi ihren Unterricht spiegeln live. Also es ist technisch unglaublich aufwendig, eigentlich das gut zu machen, weil sie ja selten Geräte haben, wenn sie die Kamera mitten in den Raum reinstellen, sie sind zu weit weg. Also das funktioniert manchmal gar nicht so, wie man sich es eigentlich vorstellt. Das ist natürlich auch so eine Möglichkeit, wenn ich meinen Bildschirm am Tablet freigebe und habe eben so eine verbesserte Art von einem Whiteboard, was anders ist das hier nicht, dann können sie halt wirklich eine Arbeitsblätter da komplett draufladen und dann halt vor sich sitzend oder stehend, also wir haben so Stehpuls, können sie da wirklich auch ganz normal reinarbeiten. Das heißt, sie können das zum einen so machen, dass sie jetzt halt hier Sachen ergänzen oder sie sagen einfach, wir machen einen kurzen Intro in Form von einem Video und alle schauen sie das an und die Kinder, die im Präsenzunterricht sind, die stellen dann einfach Fragen dazu. Also es war noch nie so einfach, einfach Videos zu erstellen und in der Kombination einfach, dass man wirklich alles aufmachen kann. Sie können eine Internetseite aufmachen, sie können ein Arbeitsblatt aufmachen, sie können eine App aufmachen. Können Sie halt wahnsinnig leicht an neue Inhalte jetzt einführen, das jetzt, wo man quasi in Corona gemerkt hat, unglaublich schwierig ist. Schreibt mal auf ein Arbeitsblatt der Erklärung für einen neuen Inhalt. Und das, glaube ich, was ja wirklich fehlt, ist halt auch gerade in Corona, es fehlen Sie. Also Sie als Bindeglied zwischen Arbeitsblatt und Kind. Und Sie haben erartet, Ihre Stimme, Ihre Art zu erklären, auch das persönlich einfach reinzubringen. Okay. Ja. Das ist super. Wenn ich jetzt sage, wir müssen es ja auch irgendwie zu den Schülern bringen. Ne? Und viele Schulen haben ja keine Lernplattformen oder Learn-Management-Systems oder ähnliche Wege oder Teams. Wie können jetzt Kollegen, die sagen, meine Schule hat das einfach nicht, ich arbeite bisher viel mit E-Mail oder mit anderen Mitteln, wie können die diese Videos an den Mann oder an die Schüler sozusagen bringen? Also bleiben wir mal als erstes mal bei dem Fall, wenn Sie per E-Mail arbeiten. Wenn Sie jetzt die Videos wirklich komprimieren, dann erlaubt Ihnen jedes E-Mail-Programm das auch zu versenden. Aber es ist eine Art und Weise, wo man sagt, was nicht ganz so professionell ist. Und vor allem muss man immer schauen, was hat denn der Gegenüber eigentlich für Gerät? Das heißt, die Kinder, wir gehen mal davor aus, dass die ein maximales Handy haben. Also ich meine, das ist das, wo sie arbeiten müssen. Und wo schaut ein Kind eigentlich Videos? Eigentlich auf YouTube. Und das liegt daran, dass YouTube sowohl die Auflösung optimiert und das in einer hübschen Darstellung macht. Und jetzt hört sich das immer so an, ich als Lehrer einen eigenen YouTube-Kanal. Das war sehr kompliziert früher. Das waren die ersten Versuche bei mir. Also das hat lange gedauert, bis man das geschafft hat. Das ist mittlerweile wirklich nicht mehr kompliziert. Und das soll jetzt nur Alternative sein für die Leute, die einfach sagen, meine Schule hat kein Lernmanagement-System. Was hoffentlich Aufgabe der Schule ist, dass es jetzt etabliert. Wie funktioniert das? Wenn Sie auf Ihrem mobilen Endgerät YouTube als App haben, ich öffne es mal, dann müssen Sie selbstverständlich Sie halt anmelden, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also wenn Sie laden quasi bei YouTube diese Videos hoch, also muss das YouTube wissen quasi, wer sind Sie? Also Sie müssen Sie anmelden. Das ist die einzige Hürde, die Sie haben. Und dann ist das von der Bedienung total einfach. Sie haben da oben jetzt hat diese Kamera und dann greift der, wenn Sie das erlauben natürlich, auf Ihre kompletten Filme zu. Und dann wählen wir jetzt einfach mal irgendein kurzes Video aus. Da ist ein kurzes. Also nichts anderes wie ein Knopfdruck. Dann fragt er Sie nur, soll ich das jetzt eigentlich schneiden oder ist das für Sie in Ordnung? Und dann gibt es oben rechts diesen Button weiter. So, was ist jetzt wichtig? Wenn Sie nicht YouTube-Star werden wollen, weil Sie Ihr Geld anders verdienen, dann sollten Sie das Ganze auch nicht gelistet tun. Oder wir werden doch, wenn alle Schüler, wir haben das mal ausgerechnet, wenn alle Schüler unsere Videos anschauen müssen, dann klappt es vielleicht mit der Werbung. Also, wenn Sie auf privat gehen, dann können Sie nur dieses Video sehen. Das funktioniert natürlich jetzt nicht. Also, Sie wollen ja das Video die Kinder zur Verfügung stellen. Wenn Sie auf nicht gelistet gehen, heißt das quasi,
das Kind, wenn das Link, den Link von Ihnen kriegt, wo Sie in die WhatsApp-Gruppe von mir stellen können oder per E-Mail verschicken können, dann kann das Kind das Ganze auch machen. Also natürlich achten Sie darauf, so, da die nicht ein Video hochladen, wo ich als Lehrer zu sehen bin unbedingt. Aber wenn Sie jetzt ein Erklärvideo machen, wo Sie einen Pythagoras erklären mit Ihrer Stimme, also das müssen Sie selber entscheiden. Okay, also, dann habe ich das nicht gelistet und jetzt kann ich dem ganzen Kind nur einen Namen geben. Ich nenne es jetzt Test. Und dann habe ich oben rechts hochladen. Er lädt jetzt quasi das Video hoch von Ihrem Gerät nach oben. Das ist eigentlich alles. Ich nehme jetzt dabei mal ein Video her, was ich schon hochgeladen habe. Also Sie sehen, ich habe für Sie da dieses Split View, habe ich alles schon mal hochgeladen, dass Sie sehen, wie das geht. Jetzt muss ich mal schauen, also ohne Ton, nicht das gleich erschrecken. So, dann gehe ich da mal drauf. Jetzt bin ich in meinem YouTube-Kanal, quasi nicht öffentlich suchbar. Und jetzt gehe ich auf Teilen. Und wenn Sie auf Teilen gehen, dann haben Sie hier einen Link. Der Link ist jetzt kopiert, dann können Sie ihn per E-Mail schicken. Oder wenn Sie das schon können, können Sie einen QR-Code erstellen. Und das ist schon was, also alles, was Sie jetzt hier erstellen, ist im Prinzip auch später für einen Präsenzunterricht da und es ermöglicht einfach eine ganz andere Art der Differenzierung und Individualisierung. Das heißt nicht, dass Sie alle Flipped Classroom jetzt machen müssen, sondern Sie haben einfach eine Möglichkeit, wo man das Ganze dann sieht. Okay. Das finde ich, wenn ich da kurz einhaken darf, das finde ich total spannend, vor allem das, was du gerade gesagt hast mit dem Verschränken zwischen Präsenz und aktuellem Fernunterricht, weil das muss ja auch das Ziel sein, dass die Arbeit, die wir oder die Sie jetzt draußen investieren, eben vielleicht auch neue oder bisher Ihnen unbekanntere Wege des Lehrens und Lernens, dass Sie dann von auch später was haben, wenn es irgendwann mal wieder normal weitergeht, dann können Sie ja diese Tools und Mittel alle genauso weiter einsetzen und alles, was Sie jetzt erstellt haben, dient ja dann auch vielleicht der nachhaltigeren Nachbereitung des Unterrichts Ihrer Kinder. Also das ist wirklich ein Gedanke, den muss man sich, glaube ich, selber auch vergegenwärtigen für die viele Arbeit, die es vielleicht jetzt wirkt, die man investiert. Ja, und es ist wirklich faszinierend. Also meine Schwester, die habe ich vor einem halben Jahr überzeugt, dass man in der Fortbildung zu mir kommt, nach 9 Jahren harter Arbeit. Und es ist wirklich so, die erstellt ganz viel mit Keynote, macht die Sachen. Also das ist einfach faszinierend, wenn man sieht, wie begeistert jemand ist. Also wenn man das einfach schafft, mal so ein Video zu erstellen, das macht einfach Spaß. Und es ist halt einfach ihr persönliches Video, ihre Art zu erklären, ihre Art mit der Klasse zu sprechen. Und jeder von uns erklärt dann Pythagoras auch anders. Weil sie vorher nur, weil man das jetzt an der Stelle vielleicht gerade sieht, in dem Video jetzt hat, was Sie später anschauen können, ist oben da dieser Button gewesen mit dem Rot und hier ist auch nochmal erklärt, wie man das in der Bildschirmaufnahme dann sieht und wo das gespeichert ist, nur als Nachgang, wenn man das vorher leider nicht gesehen hat, wie das Ganze geht. Viola, eine Frage, hast du eine Idee für die, die kein iPad haben? Man muss sagen, es geht am iPad so leicht wie gezeigt und auch am schnellsten und sinnvollsten, aber gibt es eine Idee, wenn man sagt, ich habe keins? Also das, was wir jetzt gesehen haben im iMovie, haben wir deswegen gemacht, weil iMovie quasi die Möglichkeit bietet, zu konvertieren, also die Dateigröße runterzubringen und gleichzeitig auch das zu bearbeiten. Also dass ich einen Ton hinterlege, was schneide. Aber das ist manchmal nicht unbedingt notwendig. Also Sie können ja sagen, ich nehme jetzt ein Blatt Papier, nehme meine Kamera und rechne heute. Halt. Und wenn ich mich verrechnet habe, dann rechne ich halt nur mal und sage zu den Kindern, oh, ich habe mich verrechnet, so ist es bei mir im Unterricht auch. Das heißt, also Sie brauchen nicht unbedingt iMovie. Es gibt ein sehr schönes Tool, und zwar ist es dieser Medienkonverter. Der ist nicht teuer, der ist entwickelt worden von jemand aus Dillingen. Und was der jetzt eigentlich macht, und der kommt jetzt quasi auf Android-Basis, Windows weiß ich nicht, ob es den schon gibt, der erlaubt Ihnen im Prinzip einfach das, was wir gemacht haben, ein Video zu konvertieren. Das heißt, welche Funktionen hat er? Also er kann ein Video in verschiedene gängige Formate konvertieren, weil das ist ja manchmal das Problem, Sie haben ein ganz anderes Format, wie man abspielen kann auf der Lernplattform. Es erlaubt eine Audio-Files auch zu konvertieren. Und er erlaubt auch Bilder zum Komprimieren, weil das ist ja auch ein Problem. Sie korrigieren was, Sie haben keine Lernplattform, Sie schicken ein Foto, vielleicht sogar noch in die WhatsApp-Gruppe und oder Sie wollen es per E-Mail verschicken. WhatsApp komprimiert nämlich von selber. Wenn Sie es per E-Mail verschicken und das Bild ist zu groß, dann können Sie das manchmal überhaupt nicht verschicken, weil das Bild zu hoch in der Auflösung ist. Und auch hier können Sie Bilder komprimieren. Also das ist eine Möglichkeit auf anderen Geräten, dass man zumindest das Komprimieren leicht hinbringt. Es gibt da 1000 technische Möglichkeiten.
Das Problem ist nur, für Einsteiger am leichtesten ist, wenn einfach alle das gleiche Tool nutzen und sie gegenseitiger helfen können. Und nehmen Sie selber Tools, die ein bisschen was kosten, Hauptsache, sie funktionieren stabil. Also das war jetzt eine Alternative, wo Sie quasi einfach konvertieren können. Genau. Beim iPad ist ja iMovie, muss man auch dazu sagen, für die, die es nicht wissen, iMovie gehört zur Grundausstattung, man bezahlt also nichts dafür, die Bildschirmaufnahme ist auch gleich dabei. Also man kann wirklich direkt loslegen, wenn man so ein Gerät hat. Viola, die Zeit ist ganz schön schnell vergangen, wenn ich auf die Uhrzeit schaue. Und wir haben wirklich unglaublich viel, gerade für Einsteiger, glaube ich, heute drin gehabt. Wenn die sich die Sendung im Nachgang nochmal anschauen auf YouTube, können die, glaube ich, ganz schön viel nachvollziehen. Du zeigst, glaube ich, auch nachher noch die Präsentation, wie die QR-Codes aussehen und so weiter, dass die Kollegen das dann auch wissen, auf was sie sich konzentrieren müssen. Aber wir haben am Ende unserer Sendung immer eigentlich so eine Frage nach einem Pro-Tipp. Wenn ich sage, ich kann die Grundbedienung schon ein bisschen, was wäre denn eine Idee, die mir am iPad jetzt noch leichter den Workflow macht oder Dinge mir ermöglicht, die ich jetzt bisher nicht im Blick hatte? Hast du da einen mitgebracht für uns? Ja, ich bleibe jetzt bei der Bildschirmaufnahme. Also, ich habe jetzt irgendeine Präsentation, zum Beispiel, was machen wir in Mathematik, was sollen wir gerade Prozent rechnen? Was ein tolles Tool ist, wenn Sie mit der Bildschirmaufnahme arbeiten, also nur mal Bildschirmaufnahme bedeutet, Sie filmen Ihren Bildschirm ab, ist, dass Sie mit Split View arbeiten. Das ist was, was man echt ein bisschen üben muss, weil das ist irgendwie total komisch, wenn man irgendwie zieht und wischt. Das heißt, Sie können zwei Apps gleichzeitig aufmachen. Wenn jetzt ich erkläre, was man in dieser Präsentation sieht, und vielleicht gleichzeitig was rechnen will, dann muss ich quasi dieses App-Fenster nach oben ziehen. Jetzt gibt es zwei Varianten. Also Variante 1 ist, dass es gleichmäßig macht. Das bereitet natürlich nur das passende Arbeitsblatt dazu. Dann können Sie in der Bildschirmaufnahme jetzt ohne Probleme quasi erklären, wo die Kinder sie jetzt auch die Materialien erarbeiten können. Das heißt, die können ja erklären, schaut mal die Folien an und danach füllt den Hefteintrag aus. Also das ist vielleicht auch leichter. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Kindern ist. Ich habe immer den Eindruck, kann er verstehen momentan meine Arbeitsaufträge. Es geht auch in einer kleineren Variante. Wenn Sie es so ein bisschen kleiner machen, dann können Sie es auch hin und her schieben. Und wenn Sie nach rechts wischen, geht es rüber. Und jetzt gibt es noch eine ziemlich coole Variante. Und zwar ist ja die Idee, wenn ich sage, ich möchte persönlich jetzt was erklären, wäre es vielleicht schön, wenn man mich noch sieht dabei. Das ist jetzt ein bisschen tricky, weil deswegen hat es ja Pro-Tipp gekostet. Das können Sie nicht mit der Kamera machen, weil die Kamerafunktion das in der Kombination nicht zulässt. Die Idee ist jetzt, Sie öffnen zweimal Keynote. Und Sie sehen schon, ich schaffe es jetzt auch wieder nicht. So, doch. Wenn Sie mich präsentieren sehen, und dann muss man einen Trick machen, und zwar auf der Folie geben auf Plus, und zwar auf Kamera. Nie wieder zu schnell. So. Und jetzt könnten Sie, nicht erschrecken, Sie können quasi jetzt gleichzeitig einsprechen und die ganze Idee ist jetzt noch, Sie aktivieren jetzt nur die Bildschirmaufnahme, wenn Sie das wollen, können Sie ja persönlich die Kinder eine Nachricht dahinter lassen und gleichzeitig erklären, was zu tun ist. Genau. Sehr schön. Cool. Das nächste Ding und den selber aufnehmen ist wirklich toll. Danke, Viola. Okay, dann übergebe ich Moritz zurück, weil der hat nur die Folie quasi mit. Genau. Ich tue mit beenden, oder? Jetzt genau. Ja. Die hier, richtig? Ja, genau. Ich habe quasi versucht, wirklich jetzt nur mal die einzelnen Bausteine, wie man komprimiert, wie man was auf YouTube hochstellt, in Form von Videos zur Nachbereitung ändert. Zum Geben, es ist so, das war jetzt viel, also weil es einfach für Webinar viel ist, es fehlt ja der persönliche Kontakt, dass Sie ja sagen können, was nicht funktioniert. Aber wenn Sie diese einzelnen Schritte wirklich am Tablet ausprobieren oder auf Ihrem iOS-Gerät, werden Sie sehen, durch das, dass alles auf einem Gerät ist, das Hochladen, das Komprimieren, dass das wirklich fantastisch funktioniert und Sie werden echt früh Freude haben, wenn Sie in den Bereich gehen. Und ich hoffe, Sie haben ein bisschen was davor auch mitgenommen. Das ist ein super Bereich mit wahnsinnig vielen pädagogischen Möglichkeiten. Und die Technik ist wirklich ein Griff zum Klang. Super, danke dir. Gut, ja, die Zeit rast. Wir sind schon wieder am Ende.
Die Folien finden Sie dann ab heute Abend auf unserer Homepage edo-talk.de. Dort gibt es auch einen Link zur Aufzeichnung, falls Sie sich das nochmal angucken wollen und vielleicht live dann mitmachen wollen, während die Aufzeichnung läuft. Das finden Sie alles bei uns. Hier sehen Sie jetzt nochmal die nächsten Termine. Und sofern es keine Fragen gibt, ich sehe jetzt keine. Nein, wir haben nur eine Rückmeldung, dass es sehr gut gefallen hat. Frau Bauer, Sie waren toll. Schön. Trotz des Dialekts. Ja, ist vorhin auch als sehr charmant bemerkt worden im Chat. Richtig. Ja. Kann man nur zustimmen. Gut. Genau. Dann vielen Dank euch beiden. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genau. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss. Ciao.